Der heißt SV Alberweiler und spielt traditionell in Grün-Weiß. Frauen-Biburg, ja, der kleinste Standort in allen drei Staffeln der U17-Juniorinnen-Bundesliga, doch gleich danach kommt Alberweiler. Im Zwergerl-Vergleich zeigten sich die Gäste bisher aber als unüberwindbare Riesen für den SVF. Alberweiler ist so unser Angstgegner. Gegen die haben wir die letzten vier Male verloren, wo wir gegen Alberweiler gespielt haben. Immer mit dem anderen System, jetzt haben wir umgestellt. Das Trainerduo Fritsch und Hans Bader fürchtete speziell die weiten Abschläge der Torhüterin von Alberweiler. Genau darauf hatten sie das System der Hausherrinnen ausgerichtet. Und das klappte über weite Strecken ganz gut. Die Anfangsphase der Partie in Dingolfing gehörte dem SVF. Der Abschluss bzw. der letzte Pass aber zu unpräzise. Und einmal passierte es dann doch. Nach rund einer halben Stunde Spielzeit kommt so ein weiter Abschlag von Melanie Geiselhardt. Frauen Biburg Spielführerin Lisa Wutz kann das Leder nicht kontrollieren. Und am 16er düpiert Kerstin Schneider zwei Abwehrspielerinnen des SVF und trifft zum 1:0 für die Gäste. Erster Torschuss, erstes Tor, das nennt man Effizienz. Gleiches kann man den Hausherrinnen leider nicht nachsagen. Kurz vor der Pause die Chance erst für Isabella Dietl und dann nochmal Alice Zimmermann. Aber die geht zu zaghaft hin und so können die Gäste in Person von Alissa Mack etwas glücklich klären. Das hätte natürlich der Ausgleich sein müssen. Auch im zweiten Durchgang blieb es ein Spiel mit viel Mittelfeldgeplänkel und wenig zwingenden Chancen vor beiden Toren. Alberweiler weiterhin mit der bewährten Taktik der Weitschüsse. Doch einmal zeigt sich Torfrau Lea Schröter auf dem Posten, das andere Mal klatscht das Leder auf den Querbalken. Doch dann die 65. Minute. Aus einem eigentlich harmlosen Einwurf entsteht eine gefährliche Situation, weil Larissa Hollenried den Turbo anschmeißt und dann auch noch das Auge für die mitgelaufene Lea Hochholzer hat. Der verdiente Ausgleich für den SV Frauen Biburg durch die eingewechselte Hochholzer. Ja, also ich habe gesehen, dass meine Mitspielerin Richtung Tor läuft und dann hat sie noch gesehen, dass ich auch da bin und dann habe ich nur noch eine Schirm brauchen und es war ein tolles Erlebnis. Hier noch einmal zum Genießen für alle Fans des SVF der Treffer zum 1:1, der schließlich auch den Endstand bedeuten sollte. Denn in der letzten Viertelstunde tat sich nicht mehr allzu viel. Einmal noch ein bisschen Aufregung auf den Rängen, als sich erneut das Duo Hollenried und Hochholzer auf den Weg macht. Aber diesmal der Pass zu unpräzise und deshalb kann die Abwehrspielerin klären. Am Ende also zumindest mal der erste Punkt für den SVF gegen den Angstgegner, auch wenn es von den Spielanteilen her fast ein bisschen zu wenig ist. Es hätte schon besser laufen können, aber wir sind eigentlich zufrieden mit dem Punkt. Also es hätte wirklich besser laufen können. Ja, die ganze Mannschaft ist zufrieden, der Trainer auch, also es passt. Ja, wir haben jetzt heute den ersten Punkt geholt in der Saison. Einerseits können wir natürlich darauf aufbauen. Schade ist, der Gegner schießt einmal aufs Tor bei uns insgesamt im ganzen Spiel und schießt da gleich wieder das Tor. Das ist ein bisschen schade. Wir haben zum Glück noch den Ausgleich geschossen in der zweiten Halbzeit. Aber grundsätzlich war eine gute Partie von uns. Eine Leistung, auf die die Frauen Biburgerinnen aufbauen können und auch müssen. Denn der Plan ist eigentlich, bis zur Winterpause die nötigen Punkte zu sammeln, um am Ende drin zu bleiben. Wir spielen jetzt erstmal nur gegen die direkten Abstiegskonkurrenten hinten mit bei uns. Und ja, was heißt vorbereiten? Wir gucken, dass wir immer gewinnen oder Punkte holen können gegen den Abstieg. Wir spielen gegen den Abstieg, das wissen wir von vor der Saison schon, von vornherein. Und so gehen wir es auch an. Ja, wir haben die letzten zwei Spiele jetzt gehabt gegen Freiburg und Wacker. Wacker haben auch unglücklich verloren, waren klar die bessere Mannschaft und machen wieder individuell die Fehler. Freiburg war ein typisches 0-0, waren wir auch hier. Wir sind jetzt in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft gewesen, im Gegenteil. Auch heute waren wir wieder die bessere Mannschaft. Wir lohnen uns aber heute wenigstens zum Teil dafür. Trotz des ersten Punktgewinns brennt weiterhin die rote Laterne in Frauen Biburg. Kommenden Samstag geht es jetzt erst nach Hoffenheim, ehe dann der erste FFC Frankfurt seine Visitenkarte im Isarwaldstadion abgibt. Mit einer ähnlichen Leistung wie in dieser Partie hat der SVF dabei in beiden Spielen durchaus eine Chance auf Punkte.